So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ist etwas später geworden, 23:34 Uhr. Aber ich habe mich entschieden, Teil 5 aufzunehmen. Ich habe entdeckt, dass ich das irgendwie auf Twitter bekannt machen kann. Das probiere ich jetzt mal hier. Bla bla bla. Genau. Twittern. Jetzt dürfen auch alle informiert sein, die bei Twitter dabei sind. Okay, wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Ich bleibe nach wie vor offline. Wie gesagt, ich bin nicht so scharf drauf, von roten Phantomen überrascht zu werden. Was wir bei der letzten Folge noch gemacht hatten, wir haben uns ja quasi unsere Stats so weit verbessert, dass wir jetzt 32 Stärke haben. Und das ist auch sehr gut. Weil dann können wir die Hellebarde jetzt auch einhändig benutzen. Bevor es jetzt weitergeht, würde ich vielleicht doch nochmal ins Untotenasyl zurück. Würde versuchen, da alles zu erledigen. Dann hätten wir nämlich auch später für Anor Londo, für die gemalte Welt, auch die passende Puppe mit dabei. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich so gut bin. Das kann ich locker. genau. Ansonsten könnte ich mir überlegen, ob ich mal ein paar Sachen in die bodenlose Kiste reinpacke. Es gibt ja durchaus Dinge, die man einfach nicht braucht. Alles in Kiste legen. Alles aus Kiste entfernen. Aha, LB, RB ist transferieren. Ah, also so, ne? Okay. Rangschwert, das da. Zerbrochenes Schwertgriff. Claymore. Claymore ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Quality-Waffe. Ja, mit. Vielleicht bauen wir sie irgendwann um. Dass er. Oh, ist auch schon gut. Na, legen wir es mal da drüben rein. So, mit dem Zweihänder. Ah, vielleicht, das werden wir vielleicht später auch nochmal ausprobieren. Was haben wir hier? Das Großschwert können wir natürlich auch ausprobieren. Wir haben halt natürlich aber kein Titanit mehr. Wir können es mal kurz mal ausrüsten, um das Moveset mal ein bisschen zu sehen. Wo ist das? Hier. Na? Da. Na? Das ist auch schon mächtig, ne? Also. Boah. Das rumst schon ordentlich. Ja, diese Stichattacke ist natürlich ganz geil. Aber es ist halt alles recht gemächlich, ne? Da gefällt mir die Hellebarde schon irgendwie besser. Gut, bleiben wir mal bei der. Wir haben sie ja auch super aufgewertet. Wobei die Hellebarde, diese hier, die ganz normale, ist eigentlich auch ganz schön. Aber ja auch nur wirklich, wenn es zweihändig ist, finde ich. Ne? Oh ja, diese Rundattacke ist schön. Ja, die werden wir uns auch noch irgendwann nicht. Die werden wir uns auch noch irgendwann verbessern, weil die halt die R2-Attacke halt wirklich sehr, sehr schön ist. Okay. Ja, man kann mit diesem Bild einfach echt tolle Sachen machen. Aber momentan ist das hier die Wahl, das Maß aller Dinge. Das ist hervorragend. Wir werden auch noch weiter gucken, dass wir. Ja, trinken mal was. Für was das denn? Ja, wir werden auch weiter gucken, dass wir das verbessern mit der Zeit. Okay, momentan brauchen wir aber sonst nichts. Ja. So, die Untiefen wären natürlich noch wichtig, um den Pyromanten freizuschalten. Damit wir noch da ein bisschen besser werden. Das heißt dann, Dachchen, die Gefährten kommen so langsam einer nach dem anderen hier rein. Der Pyrom. Ne, ich muss ja hier hoch. Der Pyromant wäre natürlich gut, wenn wir dann halt die Beweglichkeit weiter steigern. So ab 30 Beweglichkeit ist es ja so, dass das Casten flotter wird. Ja. Und die maximale Cast-Geschwindigkeit, oder zumindest die sich dann halt lohnt, ist dann bei 45 Beweglichkeit erreicht.
so viel ich noch dazu weiß. So, und deswegen werden wir versuchen, da in die Richtung zu gehen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier zurück. Jetzt gucken wir mal, was wir da ausrichten können. Ob wir auch da das bisschen da schon machen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall probieren wir jetzt erstmal ans Püppchen zu kommen. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden an Ringen etc. Ah, ey. Wenigstens ist er gestorben. Waren das beide? Nee. Der war noch nicht so weit nah dran. Gerückt. Na ja, komm her, Bruder. Na ja, komm. Gut. Oh, trinken wir ein Schlückchen. Gab's ja eigentlich nicht auch drumherum irgendwie Sachen? Weil da geradeaus ist mir klar, Bruder. So, schauen wir mal. Bestimmt gab's irgendwo noch was, wo ich dann runterfalle oder so. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder die Krähe. Oder das Nest. Oh, musst du erstmal den Mumm haben, hier dich hinzustellen, ne? Da ist nix. Weiter oben. Boah, mir wird schon ganz schwindlig. Nur vom Rhein runter gucken. Nee. Naja. Wie auch immer. Wer sieht, dass ich was vergessen habe, der schreibt es einfach in die Kommentare später auf YouTube. Zuschauer habe ich einen. Achso, das bin ja ich selber. Haha. Ja, damit ich den Chat ein bisschen mitlesen kann. Also, genau. Ich sag's dann einfach, wenn wirklich Leute da sind, dass ihr auch wirklich was schreiben könnt. Ab und zu werde ich da drauf schielen. So, den hätten wir. So, wie gesagt, damit, wenn ich sterbe, es nicht unnötig doof wird, werde ich jetzt mal hier die Bonfire benutzen und mich mal hier ein bisschen umgucken. Ach, Dachchen. Och, hier. Oh. Komm mal mit runter, mein Freund. Komm, wir haben beide mehr Platz, da können wir uns mal ein bisschen unterhalten. Hm? Na komm. Ey, wie der trifft. Und tschüss. Das Wappenschild. Hm, das fand ich auch immer gut. Ich glaube, das hat ganz gute Blockwerte. Egal. Gehen wir da nochmal hoch. Haben wir sonst noch was Schlaues? Gegenstand benutzen. Mhm. Jo. Oh. Ach, okay. Die Kugel hätte uns vielleicht auch helfen können, den zu töten, aber naja. Was soll's. So, liebes Anfangsgebiet. Was hast du noch für Überraschung für uns? Auf jeden Fall nichts, was wir nicht ohnehin schon kennen würden, wahrscheinlich. Ja. Am besten in den Pfeil reinrennen. Das ist highly recommended. Oh Mann. Aha. Vielleicht zwei Wachen. Ah, Jesus Maria. So. Und unten hast du den West benutzt. Ich glaube, wir kommen über diese Seite jetzt einfach an diesen letzten Ring ran, ne? Der hier oben noch war, ja, genau.
Der verrostete Eisenring. Was konnte der nochmal? Und den anderen nicht rauslegen, sonst ist er kaputt. Verbessert die Balance. Der ist vielleicht nicht schlecht für Schandstadt oder sowas. Ne? Ich meine zumindest Sumpf. Balance ist ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass er, sag ich mal, in irgendeiner Art und Weise mir da unten nützlich gewesen ist, als ich mein Platin-Walkthrough noch gemacht hatte. Wir lassen es einfach mal so stehen, ja, dass er was bewirken würde. Aber wir testen ihn einfach später mal aus. So. War das eine geile Tür oder so? Nee. Okay. Was haben wir hier? Da unten ist doch der Ritter, oder? Ja. Die Frage, ob wir den hier auch hier hochlocken. Wo ist denn der? Ah, da! So! Wo steht denn der? Das ist. Ah, oh, diese Fails immer wieder, die sind so brutal, ja. Wo steht der? Ja, zack, zack. Ja. Oh, Wahnsinn, ja. Liebe Kinder, macht das nicht nach. Das ist total hohl, was ich hier mache, ja. Ah, herrlich. Ja. So. Okay, gehen wir nochmal hier lang. Hier runter ging's, ne? Weil meine Leiche hätte ich ja schon ganz gerne. Ja, wohl klar. Dass die jetzt so weit da unten ist, ist natürlich doof. Aber die holen wir uns jetzt. So, jetzt wissen wir ja, dass er ja hier irgendwo rumturnt, ne? Hallo, Arschloch. Da ist er doch. Okay. Jetzt nichts hier weg. Na komm. Ja, komm schön, komm. Oh, ist der schnell. Jetzt aber weg. So, wir gehen hier unten ein bisschen kämpfen, ne? Voilà, zack. So, jetzt hast du nämlich so wenig, Bruder, dass ich jetzt einfach daneben haue und gleich nochmal sterbe. Nein! Na. Geil. Das ist einfach. Ach Gott, ich trinke mal einen Schluck Tee. Es gibt nichts Schöneres, ja, als zu glauben, jetzt hast du ihn am Sack. Wahnsinn. Ich glaube, ich werde noch sehr, sehr viel Spaß haben in der Gegend, ja. Ich hole mir das nochmal. Es muss ja klappen. Es geht ja gar nicht anders. Oh, wo bist du, Knilch? Oh, komm mit. Ah, hat er schon mal ausgeholt. Ist schon mal gut. Boah, da kommt er schon hier. Mit 7-Meilen-Stiefeln. Na komm. So. Nee, nicht zurücklaufen. Steht er da wie so ein Bekloppter? Ja, das war klar. Komm zu Papi. Na komm. Na komm, Big Step. So, tschüss. Jetzt reicht's aber.
nicht zu fassen hier, ja. Was hat mir für Kopfschmerzen hier bereitet? So. Jetzt gucken wir mal, was mir das gebracht hat, dass ich den jetzt hier hochgelockt habe. Da unten muss ich jetzt irgendwas finden. Zumindest müsste ich mich jetzt etwas leichter umgucken können. Aber irgendwo gab es auf jeden Fall noch einen. Hier auf jeden Fall nicht mehr. Nix. Ah, ja, der war das Leuchtfeuer, ja. Sicher ist sicher. So, da geht's ja in den Bossraum rum. Tja, und nu? Was guckst du, Blade? Lumord. Was steht hier für ein Hinweis? Nimm dein Schild. Ja. Schon gut. Leben natürlich wieder, ist klar. Da ist dieses Leuchtfeuer. Jetzt muss ich doch echt scharf nachdenken. Die Puppe müsste ja auch so gehen, hieß es, ne? Ah, hier runter. Halt. Da unten ist bestimmt wieder ein Schwarzritter, deswegen. Machen wir den hier. Gott, ist das düster. Oh. Naja, dann ist er doch. Das ist aber echt eng hier, ne? Das heißt, dann werden wir einen Schlag landen müssen. Sag mal, wenn er den hier macht. Ja, komm her. Ja, komm, dann schlag ich halt. Hast du ein Pech gehabt? So, roter Brocken. Genau, unser alter Kerker. So, die merkwürdige Puppe, genau, die wird uns die Welt öffnen später. So, wo haben wir sie? Ist jetzt hier irgendwo. Moment. Nee, Schlüssel da. Ist klar, ist ein Schlüssel. So, eine merkwürdige Puppe mit seltsamem Kleid. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Mhm. Wer aus dem Text schlau werden soll, das habe ich schon damals nicht verstanden. Okay, das haben wir. So. Das heißt, gut vorbereitet für Arno Londo sind wir definitiv. Jetzt können wir sich natürlich überlegen, ob wir eine Runde den Boss machen. Ich sag mal so. Ihr wollt ja schließlich ein bisschen Spaß bei den Videos haben, also probiere ich ihn natürlich. Jetzt muss ich hier nochmal dran. Könnte ich denn irgendwie aufsteigen? Würde gehen. Oh. Mal ein Punkt. Goldig. Was haben wir sonst noch? Das bringt es ja auch nicht wirklich, ne?
So, Menschlichkeit haben wir, das haben wir, Feuer haben wir, Bälle Bade haben wir. Da haben wir eigentlich alles, ne? Um uns zu blamieren. Ausstellung kehre ich auch mal um. Für den Fall, dass ich irgendein NPC irgendwo mal beschwören kann, oder dass ein NPC mich invadet, das ist natürlich schon erwünscht. Nicht erwünscht ist, deswegen spiele ich ja offline, ja, dass mich irgendwelche fiesen Knilche hier beglücken wollen. So, die haben wir auch weg. Ich glaube, die da draußen, die müssen wir nicht machen, die kommen nämlich nicht rein zum Boss. So, probieren wir es einfach. So, auf jeden Fall mal was saufen. Wo ist er? Ja, gut. Liegen ist, glaube ich, ganz gut. Arschbombe ist, glaube ich, ganz gut. Aber nicht, wenn ich unter ihm bin. Boah, Jesus Maria. Das auf keinen Fall. Bin ich tot? Nein. Ich glaube, ich sollte ihn nicht auflocken. Das ist, glaube ich, der beste Trick an der ganzen Sache. Ja. Komm, ich glaube, da können wir ruhig verhüllt reingehen. Och, och. Ey, das ist doch so. Da muss ich ja schon quasi runterspringen, um mich kaputt machen lassen und schon direkt. Ich muss ja eh gleich was saugen. Das ist ja. Da sollte man nicht schon hier oben was trinken. Und vielleicht mache ich so, dass, wenn ich unten ankomme, vielleicht gleich eine Menschlichkeit reinpfeife. Ey, wir nehmen erstmal einen Estus. So, probieren wir es nochmal. Wo sind meine ganzen Seelen? Da hinten. Das hat schon mal geklappt. Wollen. Warum heile ich mich eigentlich nicht? Weil ich zu blöd bin, ne? Gut. Ey. Bäume rumtänzeln, ganz schlechte Idee. Und die Explosion abkriegen ist noch eine viel blödere Idee. Okay. Ich schieb's mal aufs heiße Wetter und darauf, dass es spät ist. Aber was denn sonst? Die helle Bade macht so viel Schaden, ich muss den legen. Es darf gar nicht anders sein. Das ist. Alles andere ist ja ein Witz. Ja. So. Gut, Leiche liegt da. Ah je. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist einfach nicht wahr. Oh. Hallo, lieber Zuschauer. Ja, du siehst hier gerade das Versagen von Gloomhout auf allerhöchstem Niveau. Ja. Gut. Das ist, glaube ich, jetzt schon der dritte Versuch. So, runter. Ruhig bleiben. Das war eine Leiche, da. Das brauchen wir erstmal. So, saufen. Und los geht's. Okay, hin. Mal wieder mal einen Schlag setzen. Was macht der Bombe? Okay. Nochmal! Boah! Schon veräppeln. Nein! Sauf, sauf, sauf!
Ich trinke zu langsam. Ich glaube ja kein Mensch mit dieser Über-OP-Waffe, dass ich so Probleme mit dem habe. Meine größte Sorge ist immer, wenn ich hier unten ankomme, dass ich das nicht mehr kriege. So, trinken. Ja, komm her, Schatzi. Oh, ein bisschen kitzeln. Illusion. Mal kitzeln. Und wieder die Explosion. Okay. Weg! Oh je. Weg, 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 weg. Trink, trink. Gut. Na komm. Ja, daneben. Super. Okay, das war okay. Gut. Da muss man gar nicht weit wegstehen, ne? Aber jetzt bloß nicht nervös werden. Ah, macht die Explosion, die interessiert mich nicht. Komm, noch ein. Na, du. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Weil ich einfach dämlich bin. Guckt euch. Ich brauche 5 Hits mit dieser Waffe, ja, und ich schaff's nicht. Das ist echt lächerlich. Lächerlich. Komm her. Zack. So, rein da. Da liegen meine Seelen da hinten. Natürlich da, wo er rumdümpelt. Ah ja, gut. Losen wir trotzdem zuerst. Das war jetzt ein Scherz hier. Willst du mich bitte rauslassen? Danke. Okay. Das heißt, man kann eigentlich relativ nah an ihm dranbleiben. Muss gar nicht so weit von ihm weg. Ey, wie kann man nur dahin rollen? Komm, verpiss dich. Ja, mach du nur ein bisschen was kaputt. Explosion, ne? Okay, wieder hin. Daneben. Raster aus, weg. Oh, der hat gesessen. Macht er wieder Explosion. Nein, zu früh ran. Oh, ich hab keinen Heal mehr. Das ist doch echt nicht wahr. Ich packe den. Und wenn es das Letzte ist, was ich heute Abend mache, ja, oder das Letzte, was ich je in diesem Spiel wieder mache, ja, ich werde ihn töten. Gloomhorn Fails, ja. Wie in alten Tagen. Furchtbar. Los geht's. Weil deine Run vorhin, da war ja gut. Da war ja wirklich gut. Ja. Jetzt trinken wir. Nee, ach, jetzt machen wir erstmal das. Na gut, dass ich schon mal gerollt bin.
Warum nehme ich denn die Waffe jetzt? Okay, Bombe. Warum machst du nochmal? Man kann da relativ schnell ran. Komm nochmal. Das kannst du jetzt öfters machen, wenn du willst. Und komm, mach's nochmal. Gut. Okay, da wollte ich wieder zu viel. Da wollte ich wieder zu viel. Aber ich schlag dich nochmal. Okay. Komm. Ja! Endlich! Ja! Mann, schwere Geburt. Uff. Jo. Jo. So, den hätten wir auch. Dann haben wir, glaube ich, dieses Gebiet auch schön abgeholzt jetzt. Und man könnte weiter. Man könnte jetzt in die Untiefen. Könnte den Pyromanten befreien. Weil ich mich hier im Pyromantie noch ein bisschen verbessern will. Genau. Ging es hier raus? Ja. Ich glaube schon. Oder? Gab es noch einen anderen Weg? Ich guck nochmal. Nee, das müsste er gewesen sein. Genau. Genau, es ist ja auch ausgeleuchtet. Also kann es ja nur da sein. Boah, Erkältung. So, die Puppe haben wir auch. Ist auch gut. Den Ring haben wir mitgenommen. So. Genau. Die zwei Ritter haben wir erledigt. Nö, alles gut. Haben wir alles geschafft. Wie schön wäre es jetzt natürlich, das Herrschergefäß zu haben. Da könnten wir ja nur stracks hier raus. Aber es geht auch so. Geht auch so hin. Oh, das Leuchtfeuer brauchen wir nicht. Da ist das Loch. Seht ihr noch Schönes? Weg hier. Ja, genau. So, ab zur Krieg und rüber in den Feuerband. Die machen wir noch etwas locker flockig weg. Willkommen. Willkommen. Sehr gut. Ich war auch noch weg. So. Gut. Dann nix wie weg hier. Oh, mein Zuschauer ist weg. Bin wieder alleine. Schade. Da den Krampf, den ich hier abgeliefert habe, einfach nicht ertragen. Ja. ist echt brutal, ne? wenn man, sag ich mal, ein Spiel spielt, das sich wirklich, ja, als ob man es das erste Mal macht, anfühlt. Ne? Schon echt ein eigenartiges Gefühl manchmal. Man weiß zwar so ungefähr, was kommt, ne? Das ist schon irgendwie da, aber ja, nicht so richtig. Ja. Ja, 34 Minuten. Es ist natürlich schon spät. Ich bin natürlich schon am Überlegen, ob ich die Folge nicht irgendwie kürzer halte als sonst. Weil wenn ich jetzt in die Untiefen reingehe, das wird natürlich wieder dauern, bis ich mich da durchgekämpft habe. Und es ist ja natürlich auch schon eine fortgeschrittene Uhrzeit. Ich guck nochmal. Ah, 0.08 Uhr. Und durch meine Erkältung, ich brauche natürlich schon noch ein bisschen Ruhe. Außerdem war das jetzt auch alles ein bisschen, boah, aufregend für mich. Ich könnte höchstens jetzt noch ein bisschen leveln. Die Waffe macht ja an für sich genug Schaden. Ich meine, grundsätzlich können wir jetzt echt mal wirklich hier so mal in die Richtung mal ein bisschen gehen.
Vielleicht mal ein bisschen mehr Kondition oder ein bisschen mehr Vitalität mal reindrücken. Das wäre schon nicht schlecht. Ja. Und später natürlich weiterhin auch den Schaden erhöhen. Wobei grundsätzlich, wenn man aufpasst, was man macht, ja, dann geht es auch so. Es geht nichts über Schaden grundsätzlich. Aber ich würde Folgendes vorschlagen, wie ich gesagt habe. Die Uhrzeit ist fortgeschritten. Ich habe jetzt einmal nochmal 35 Minuten ein bisschen was gemacht. Ein bisschen was könnt ihr noch mitnehmen. Ja, das heißt also, heute habe ich dann quasi ja, 3 Parts fertig gemacht. Ich werde jetzt einfach gucken, dass ich jetzt noch alle hochlade. Ja, dann habt ihr ein bisschen was zu gucken. Morgen übermorgen steht alles im Zeichen der Vorbereitung auf die Abreise nach Kroatien. Am Montag fahre ich auf jeden Fall meine Eltern nach Kroatien in ihre Sommerresidenz. Ja. Vielleicht kommt da nochmal eine Folge zurück, bin ich wieder am Donnerstag, den 14. Das heißt also, potenziell könnte dann spätestens ab dem 15. wieder was da sein. Aber ich denke, dass ich morgen oder übermorgen auf jeden Fall nochmal ein Stündchen oder so mache. Auf jeden Fall nochmal die Untiefen da mit euch reingehe. Man könnte natürlich auch noch eine Runde Schandstadt machen, bevor man dann wirklich Richtung Arno Londo geht. Ja. Und genau. Irgendwie sowas in der Art. Ja. Also ihr seht, einigermaßen kommt die Erinnerung. So Stück für Stück. Ja. Okidoki, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ein schönes Wochenende. Euer Gloomord, der sich wie immer vor euch verneigt und bedankt. Ja. Und gute Nacht und macht's gut. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.